Drück jetzt mal auf neues Spiel. Logbuch des Kapitäns. Jan Böhmermann. Seit Tagen verirrt auf hoher See. Ich habe weder Mannschaft noch Navigationsinstrumente und keinen Proviant außer meinem Floß aus Laugengebäck. Wenn ich nicht bald auf etwas zu trinken stoße, ist es aus mit mir. Allein die Hoffnung, meinen lieben William wiederzusehen, hält mich aufrecht. Bin sehr, sehr durstig. Um mich herum gibt es weit und breit nur den Ozean. Wenn ich Land erreichen könnte, würde ich möglicherweise Trinkwasser finden und etwas zu essen. Glump vielleicht, um damit den Skorbut zu bekämpfen und vielleicht meine Kraft wiederzugewinnen. Dies wird meine letzte Nachricht. Der Akku meiner Apple Watch geht zur Neige. Oh, mein lieber William, bin ich dazu verdammt, auf diesem Ozean zu verdursten, ohne dein Gesicht nur ein einziges Mal wiederzusehen? Bin ich... Ja. Neo Magazin Royal, das Spiel mit Jan Böhmermann und mir, William Kohn. Episode 2: The Secret of Yannis Island. Ja, wir sind Neo. Neo. Kai und Radikal, ja, wir sind Neo. Neo. Die oh, in der Karibik. Guck mal, eine Krabbe. Ah, Krabbe. Jetzt hatten wir schon einen Affe und eine Krabbe. Das Zufall? Ich hab Jan Böhmermann gezwickt. Nanu, wo bin ich? Wir haben uns Snacks noch nicht rangeholt, aber können wir gleich machen. Tschüss, Krabbe. Ich dachte schon, mein letztes Stündlein hätte geschlagen. Ob hier jemand ist, der mich mit nach Hause nehmen kann? Ich habe eine Sendung zu moderieren. Aber erstmal was zu essen und zu trinken organisieren. Mein Hals ist eine staubtrockene Wüste. Und ich sterbe vor Hunger. So, du darfst anfangen. Ich darf anfangen. Dschungel. Beine. Axel? Bist du? Ich würde gerne Schokolade essen. Ich habe einen Schwamm gefunden. Ja, nimm den mal mit. SpongeBob. Ist hier gar nicht raus. SpongeBob, bist du? Das Kabel auch noch. Ach, du heilige Makrele. Wow. Jetzt müssen wir nur noch Patrick finden. Ah. No risk, möchtest du auch was no haben? No risk, no schwamm. Ja, du kannst mir mal meine Kekse bringen. Dann esse ich auch Kekse. Die knuspern mehr, da freuen sich ja, die Zuschauer mehr. Vielleicht sollten wir lieber die Schokolade essen. Palmela. Soll ich noch die Schokolade holen? Wucht. Egal. Ja, wir können ja gucken, wie schnell sich die Zuschauer beschweren. Mal schön vor die Kamera wir hier. Wir haben zwei Möglichkeiten, in den Dschungel zu gehen. Nein, ich kann den Dschungel hier angucken. Nein. Ich bin als da. Also, holt ich mich Platz. Hier raus. Ich will erst in den Dschungel gehen. Der Dschungel war zu offensichtlich. Ob man wohl gleichzeitig verhungern und verdursten kann? Ich will es lieber nicht rausfinden. Palmeleine. Lena Meyer Strandgut. Vielleicht ist ja Trinkwasser drin. Alter. So kriege ich Körperklaus das nicht auf. Ja, das stimmt. Ein Longboard. Longboards sind Wrongboards. Konfuzius sagt, auf Sand Longboarden zerstört die Kugellager. Oder? Oh, ein kaputtes Boot. Das Lieblingsboot der AfD. So einen Außenborder hat das Boot von Ralle auch. Das gibt's doch nicht. Das Ding sitzt bombenfest. Es sind schon genug Fernsehlegenden untergegangen.
Okay, wir brauchen wohl was, um die Kiste aufzunehmen. Oh, hier steht eine Trinkflasche auf der Palme. Nanu, da steht eine Wasserflasche oben auf der Palme. Ich sag nichts. Danke, Lerke. Da komme ich nicht ran. Er kann ja gar nichts, der Böhmi. Kann ich den Schwamm dagegen werfen? Hm, vielleicht finde ich hier noch einen Pfandautomaten. Ess mal einen Keks. Mach das. Auch einen Keks essen. Hoffentlich treffe ich nicht die Zitlo und den Hartwig. Der Gicht. Was? Warum liegt da Stroh? Wait for it. So ungefähr muss es im Kopf von Pietro Lombardi aussehen. Und warum liegt hier eigentlich Stroh? Da ist es ja. Kriegt jetzt jeder mal die Punkte, wenn er den Gag vorher macht. Oh, ich krümel auf deinen Schreibtisch. Auf dem Mauspad ist nie gut. Was? Mauspad ist nie gut. Knirscht dann beim Schieben. Tut mir leid. Niersch! Sieht abgestorben aus. Ja, genau. Blasser, dünner Junge reißt Bäume aus. Why not? Blasser, dünn. Sieht so aus, als gäbe es nicht nur eine große Klappe hier. Okay. Da steht eingraviert 4, 8, 15, 16, 23, 42. Brauchen wir das? Schreib mal auf. Ja, 8, was? 4, 8, 10, 16, 23, 42. Hab ich auch gewusst. Guck nochmal. Ah! Oh! Hab's ja auch gemacht. Lieber nicht, da ist Licht angegangen. Zum Lichtpunkt. Ein Bambusdickicht. Keine Chance, das ist dichter als die Effenbergs im Käferzelt. Oh, Werkzeugkasten, nicht, dass es wäre was zu. Also, eine Lunchbox. Ein pinkfarbenes Ein Brot. Werkzeugkasten, wie ist der denn hier gelandet? Mit diesem Flugzeug, was da rechts. Der Koffer ist verschlossen. Und nein heißt nein. Micha. Die Kunst, ich zu sein, von Julia Becker und die schönsten Erdogan-Gedichte. Ja, brat mir einer eine Ziege. Darf ich Ziege überhaupt noch sagen? Kann ich nicht. Diese, die kann man nicht mal mitnehmen. Bitte. Ich bin doch kein Kerosin-Junkie. Gesundheit. Danke. Das Vermächtnis der Tümpelritter. Riecht wie Kerosin. D-E-W-Y-L. Devil. Wenn ich es nur irgendwie in die Luft bekommen könnte, dann bräuchte ich nur noch einen Piloten. Was ist schon in der Luft? Du legst denn die Tüte auch jetzt wieder auf das Mauspad. Oder Kamera liegt. Auf deine Getränkeseite tun. D-E. Wenn ich es nur. Dann bräuchte ich nur noch. Zildorfer Pilot. Hm. Der saugt ja schneller als... Ist ja gut. Hör auf, die Augen zu verdrehen. Gut, das hat ja geklappt. Oh, entflammbarer Schwamm. Gut. Weiß. Und Feuer. Hm. Aber was wollen wir denn abfackeln? Für den ganzen noch nichts. Den ganzen Dschungel abfackeln? Wir sind doch nicht Clive. Was Warum? Soll ich denn da aufwischen? Ach, Minecraft. Hilf mir, Schatzi. Bis jetzt habe ich noch keine weiteren Sachen. Aber der andere, da rechts, ging keinen Weg lang oder was beim Bambus. Nee. Dichtdickicht. Aber hier, oder was? Beim dichten Fichtendickicht.
keine Chance. Das ist... Hallo, Telon. Hallo, Telon. Weiß ich immer, wie du verurteilter weißt, dass die Leute da sind. Ja, zumindest bei meinen angezeigt wird. Freunden. Hallo, Mubot. Das Vermächtnis der Typ. Noch mehr Sachen aufnehmen. Ja, aber am Strand war noch ein anderer Weg, oder nicht? Wo ich gesagt habe, ihr müsst doch mal, Ja, Telon, danke schön. Wo war jetzt der Weg? Photoshop, alles kann heutzutage. So aus, als würde ich dich anfassen, aber eigentlich fasse ich dich gar nicht an. Bucht. Ach nee, da waren wir auch schon, ne? Waren wir schon. Ja, irgendwas muss da ja noch sein. Kommt da Hilfe? Voll schön, vom Ausblick her. Ja. Die Steine anzünden. Was soll ich denn da aufwischen? Dann geht's auch nicht mehr weiter entlang. Aber selbst die Wolken sehen aus wie die vom Monkey Island, oder? Waren die nicht auch so? Konfuzius sagt, auf Sand Longboard zerstört die Kugellager. Hm. Weiß ich gar nicht mehr, wie die Wolken aussahen. Noch nicht ganz durch mit Monkey Island, muss ich ja gestehen. Was machen wir denn jetzt mit dem Kerosinschwamm? So kriege ich Körperklaus das nicht auf. Also wir brauchen zum Aufstemmen. Es sind schon genug Fernsehlegenden. Das gibt's doch nicht. Pamela Anderson. Einfach nochmal die ganzen Gags wiederholen. Kann man ruhig zweimal bringen. Haufen. Mit Schäufelchen und Förmchen würde das mehr Spaß machen. Oh. Was glitzert denn da? Fast so schön wie mein Stern am Showhimmel. Patrick! Glitzern. Was glitzert denn da? Ich habe die berühmte Nadel im Sandhaufen gefunden. Aber mein Magen knurrt schlimmer als die Töne Box von Sarah Kuttner. Ja, sehr gut. Hey, ich meine die pinke Box. Achso, die pinke Werkzeug, Box. Werkzeugkasten. Ich möchte sie nicht verbiegen. Guck, der Gag ist nochmal angekommen. Hallo, Soda! Hi, Soda! Ja, vielleicht mal das bisschen runterklappen. Ja. Jetzt sieht man mich besser. MacGyver ist ein Dreck gegen mich. Aber ich hab einen Brand wie eine Bergziege. Ich nehme ihn mal mit. Was man hat, das hat man. Dann können wir jetzt zwischen Karton auf. Den er nicht verbiegen will. Er wollte die Klammer nicht verbiegen. Die Klammer wollte er nicht verbiegen. Ist nicht spitz genug. What? Wenn ich nur etwas zum Aufstemmen hätte. Hä? Nicht spitz genug. Die lässt sich nicht einfädeln. Ich glaube, was neben der Kiste lag, waren Bücher, Telon. Also zu vernachlässigen. Warum was Spitzeres? Hm? Bücher zu vernachlässigen? Ich muss doch meinem Image gerecht werden. Das ist kein schönes Image. Das ist ein schönes Image. Alalalala long. Alalalala longboard. Die dong bong bong. Come on. Ach,
Warte mal, vielleicht kann man abschrauben. BB-Uni. Ja, das macht Sinn. Zack, fertig. Abgeschraubt. Zack, fertig. Ich bin so durstig wie Jenny Elvers nach der Schmuckmesse auf Ibiza. Meinst du wegen meinem Shirt? Jay? She's okay. Frohe Weihnachten! Das alte Böhmerholz. Aber jetzt mit ganzen Außenborde. Ich kann ihn nicht mit sich selbst benutzen. Warum nicht? Bring dich doch mal an. Ja, können wir das auf die Kiste legen? Nur wenn du Zahnstocher machen willst. Ja. Ein paar Flachwitze, Uni und wir haben im Sand eine Nadel, also Anki hat im Sand eine Nadel gefunden. Dann haben wir die Kiste aufgemacht, da ein Werkzeug, Raumschlüssel. Dann haben wir da steht eingraviert, 4, 8. Ich glaube, die Klappe ist nicht das, was eine Schraube locker hat. Ich kann... Wenn du ihn kaputt machen willst, kann ich ihn auch gleich ins Meer werfen. Hm. Jetzt zerstört sich das Spiel gleich von selbst. Aber warte, die haben wir noch nicht versucht damit, ne? Damit bekomme ich sie nicht auf. Soll man mit dem... Außenborde. Ich bin kein Ingenieur, aber das funktioniert so vermutlich nicht. Das wird nur unangenehm für uns beide. Kombiniere, kombiniere. Der Baum ist tot. Da schraube ich nicht dran rum. Aha. Da hat sich wohl ein kleiner Holzwurm drin versteckt. Ich hab so Hunger, ich könnte 3 Lenas essen. Aber diesen süßen kleinen Wurm hier rühre ich nicht an. Mensch, Böhmi, hab dich doch nicht so. In der Not frisst der Böhmi Würmer. Ich kann ihn nicht mit sich selbst benutzen. Wofür brauchen wir denn jetzt einen Wurm? Der kann die Holzkiste wegfressen. Ein Holzwurm. Oder der kann die Palme hochlaufen zur Flasche. Einfach alles machen für uns jetzt. Vielleicht finde ich hier noch einen Pfandautomaten. Schade. Solange der Wurm nicht Dietrich heißt, wird das nichts. Das fasse ich nicht an. Ich setze mich erstmal. Es sind schon genug Pferde. Was soll der Wurm damit bauen, hä? Nein, ich wollte den Wurm, weil er eben sagte, mit einfädeln. Dann wollte ich den Wurm. Mir gefällt die Frisur des Wurms so ganz gut. Ich wollte mit dem Wurm Fisch fangen. Wir haben schon die Nadel gemacht. Den Wurm kann man keine Angel draus machen. Ist das eine Metapher? Was meinst du? Ja, nee, ich dachte, den Wurm auf die Klammer zu wickeln, aber. Ja, das hätte ich gerade versucht. Der Außenborder ist ausreichend frisiert. Achso, das war das mit dem. Aber ich will ja eigentlich Kautschuk haben, nicht den Wurm. Hier gibt es nichts mehr zu holen. Humus Longus. Diese Idee wurmt mich. Damit kann ich mir den Weg leider nicht freihacken. Das ist dichter als die Effenbergs im Käfig. Motor auf. Ja, das hatte ich, glaube ich, eben schon. Gute Idee, aber der Tank ist leerer als das Portemonnaie von Gunter Gabriel. Bomben auf. Ja. Ich betanke ihn vorsichtig. Juhu. Yeah.
geil. Kaputt. Yeah. Boah, ich hab so Hunger Games. Gut, muss da wahrscheinlich rein, ne? Oh oh. Papagei. Wo ist Keil? Leider Keil. Leider Keil. Oh, schade. Wenn ich nicht schnell was trinke, bin ich bald ein leichenblasser dünner Junge. Mhm. Feuerstelle. Können wir den Schwamm nochmal in die Gruppe eintauchen? Ah, können wir den Vogel sprechen. Da sitzt ein Papagei! Ah. Da sitzt ein Papagei. Ich glaube, da haben jemanden. Da sitzt ein Papagei! Chip, chip, brak, brak! Er macht mich nach! Wie meinen Sie das? Hallo. Wer spricht da? Hier oben. Oh, ein sprechender Vogel. Oh, ein sprechender Vogel. Ihre Mutter ist ein sprechender Vogel. Ihre Mutter ist ein sprechender Vogel. Ah, okay. Dann so. Ich bin ein komischer Vogel. Stimmt. Ich glaube, ich halluziniere. Ich glaube, Sie haben ganz andere Sorgen. Richtig, du Vogel. Ich habe einen riesigen Hunger. Also, wenn du schon hier bist, einen Hamburger und eine große Pommes zu mitnehmen, bitte. Jan, das ist kein Drive-In, das ist eine Insel und ich bin ein Papagei. Ach so, stimmt. Jetzt, wo Sie es sagen, was können Sie denn empfehlen? In Ihrem Fall einen guten Therapeuten. Ich glaube, er halluziniert wirklich. Die Leone. Man ich weiß bin nie, die Freundin Dorme. Leone ist mein Name. Vielleicht kann ich hochklettern? Na toll. Liliane ist so eine Drama-Queen. Jetzt ist sie auch noch abgereist. Dann können wir gleich die Flasche holen. Feuerstelle muss machen. Das wie ist Werwolf. Pocket Bean. Es war wohl schon jemand vor mir hier. Bam, bam, bam. Du. Versuchen wir mal weiter reinzugehen. Es ist ja dunkler als die Kerker, in die in der Türkei die Journalisten geworfen werden. Tiefer gehe ich nicht rein. Es ist ja dunkler als die Kerker. Gehen wir erstmal wieder zum Strand, ne? Mhm. Ab zum Strand. Ab zur Bucht. Ab zum Ding. Hätte ich nur einen Hebel dazu. Wenn das Dende sehen könnte. Glump! Lecker! Glump Seko! What? Hui. Das sollte fürs Erste den schlimmsten Durst stillen. Jetzt nur noch was zu beißen organisieren und der Tag ist gerettet. Also noch Wasser haben. Hm, vielleicht finde ich hier noch einen Pfandautomaten. Vielleicht können wir mit der Liane jetzt eine Angel bauen. Naja, Lianen sind ja auch irgendwie die Frisur des Dschungels. Nicht, dass der Wurm Minderwertigkeitskomplexe bekommt. Schade. Mal hier das Board mit. Das fasse ich nicht an. David! Ja, schon überlegt. Mal den Wurm in zwei Teile. Was soll der Wurm damit bauen, hä? Zwei Teile. Aber zwei Würmer.
Der wächst doch nach, oder? Er stirbt uns. Ja, dass der größere Teil wächst. Sind beide gleich langsam. Exakt. Gegen der zwei Firmen. Dann so mal Lineal. Vielleicht können wir mit dem Werkzeug auch die Klappe auch noch aufmachen. Können wir einfach eigentlich das da nehmen, oder ist es... Oh! Bambusrohr! Ein schöner Rohrstock. Damit nochmal die Flasche runter boxen. Ja. Aber erstmal Werkzeug auf, Dingsi. Ich glaube, die Klappe ist nicht das, was eine Schraube locker hat. Aber? Aber eher. Achso. Ich glaube, er meint uns. Ah! Erstmal einen Keks. Auf den Schreck erstmal einen Keks. Dann übernehme ich nochmal. Hm, vielleicht finde ich hier noch einen Pfandautomaten. Die lässt sich nicht einfädeln. Lässt sich nicht einfädeln. Jana einfädeln? Bloß nicht für so. Naja. Indiana ins Bambusrohr. Fast so etwas wie eine Angel. Nice. Ich dachte, was zum Einfädeln. Super! Eine Angel mit Köder! Fischi! Sollen wir gleich noch ein Feuer machen? Hoffentlich fragt mich das Ordnungsamt nicht nach meinem Angelschein. Oh. Eine Dose mit Thunfisch. Oktopusfilets. Ich muss sie nur irgendwie aufbekommen. Das Universaltool ist so universell, dass ich damit die verkackte Dose nicht aufbekomme. Applaus. Dafür bitte einmal den Preis für herausragendes Game Design. Es ist wie verhext. Fast so, als würde jemand wollen, dass ich eine andere Lösung für dieses Problem finde. Ja. Also einfach wie früher auf dem Stein aufhauen. Gute Idee, aber so bekomme ich sie leider nicht auf. Aber eine gute Idee, hat er gesagt. Das ist mir schon viel wert. Können wir das jetzt nochmal auf die Wasserflasche, aber wahrscheinlich nicht. Dann gehen wir nochmal in den. Oder sollen wir erstmal nochmal den Schwamm aufschwammen? Ja, schwammen wir den Schwamm auf. Schwammen in den Schwamm auf. Der saugt ja schneller als. Ist ja gut. Hör auf, die Augen zu verdrehen. Ist mal die Muck und das Ambiente. Es ist doch noch in vollen Zügen. Ja. Deutsche Bahn. Das ist schnell. Das ist schon mal gut zu wissen. Wir sind ja auch zwei. Und ich habe einen großen Geist neben mir. Den auch sehen? Ich bin ja eigentlich alleine hier. Hier, kommen wir mal die Dose auf. Hey Kumpel, könnten Sie mir kurz mit dieser Dose behilflich sein? Claro. Jetzt fangen. Ja. Dann auf den Grill damit. Das habe ich mir jetzt vorgestellt. Bei den Flintstones. Rip. Rip in Papagei. Oh. Igitt. Damit wäre der größte Hunger gestillt. Spiel geschafft. Was denn jetzt hier? Was war das für ein Geräusch? Kannst du noch versuchen, ihn mit dem Stock? Ich glaube nicht, dass der anbeißt. Der arme Papagei. Nein. Schwammintelligenz. Du es. Noch. Telefon für dich. Satellitentelefon. Die Rettung. Ein Satellitentelefon. Ich nehme es mit. Ich trinke einen Sekt vielleicht. Sorry, mein Modem ist gerade. Oh. Lösegeld. 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 Wir müssen die GEZ-Überschussmillionen finden und Jan freikaufen.
Und dann nehmen wir uns diese Schweine vor und machen sie fertig. Seid ihr dabei? Jan, halte durch! Ich rette dich! Cool, wie sieht das bei dem Kohn? Ich find's auch lustig, dass der Beefträger jetzt auch im Spiel dünner ist. Oder? Ich weiß es nicht mehr. Marissa Paris. Natürlich erstmal der Entscheidung. Entscheide dich, Hut. Achso, ich dachte kurz, ich hätte es in der Hand. Hättest du lieber ein Leben lang eine Chilischote zwischen den Pobacken oder einen Pups-Spray-Duftbaum unter der Nase hängen? Ersteres. Ja. Würdest du lieber mit den Wildecker Herzbuben im Fahrstuhl stecken bleiben oder alleine auf einer einsamen Insel gestrandet sein? Insel. Wildecker Herzbuben. Außer da gibt's Spinnen. Große. Bitte Code eingeben. Ich glaube, das war ein Gag. Oh. Bitte Code eingeben. Mal sehen. 4. 4? 8. 8. 15. 15. 16. 16. 23. 23. 42. 42. Bestätigt. Das muss die Tür zum Speicher mit den GEZ-Überschussgeldern sein. Hallo! Ich rede aber erstmal noch hier. Ja, ja. Hallo, Beefy! Hallo, William! Und was machst du wieder so? Jetzt, wo Jan weg ist, übernehme ich den Laden hier. Los, komm, wir suchen Jan. Hilf du mir mal lieber bei der Suche nach Stefan. Der ist mit seinem Boosterboard abgedüst und seitdem verschollen. Och bitte, jetzt hilf mir doch mal. Ich habe einen erfolgreichen Podcast, eine eigene Sketchshow und hoste regelmäßig eine Morgensendung. Da habe ich für so einen Quatsch keine Zeit. Hat er da schon Moin Moin gemacht? Ja. Weißt du, wo die GEZ-Überschussmillionen sind? Ich bin hier der Beefträger. Dafür werde ich nicht bezahlt. Aber die wollen mehrere Millionen Euro Lösegeld. Ich bin eigentlich nur im Spiel, damit ich wieder Werbung dafür machen kann. Und hinterher behaupte ich, ich hätte das Spiel selbst programmiert. Weißt du, wo die gehen? Ich bin hier der Beef. Aber die. Ich bin ein. Und hinterher. Ja, ich kann mir mal doch nochmal die Schokolade holen. Och bitte, jetzt hilf mir doch mal. Ich habe einen erfolgreichen Podcast. Da habe ich versucht. Ich möchte ihn bitte noch einmal lachen. Weißt du, ich bin. Aber die. Ich bin eigentlich. Und hinterher. Ich muss dann mal wieder. Ja, ja, man sieht sich. Wer mustert wen wieder? Wer muss dann mal wieder? Gute Sängerin. Hat die nicht Tupac erschossen? Hey, Larissa! Ey, bist du nicht der, der mich ständig auf Tinder stalkt? Und was machst du so? Ich muss gleich nochmal Tupac interviewen. Und danach? Ach, keine Zeit. Ich lege um 3 Uhr noch im Berghain auf. Los, komm, wir suchen Jan. Was ist hier passiert? Jan? Hilf mir nochmal kurz auf die Sprünge, welcher das war. Der mit den Klöten? Nee, das war Ralf. Och bitte, jetzt hilf mir doch mal. Fang du doch schon mal an. Ich such später auf Snapchat. Weißt du, wo die GEZ-Überschussmillionen sind? Ich weiß nicht mal, wo meine Haustürschlüssel sind. Aber die wollen mehrere Millionen Euro Lösegeld. Ich habe eigentlich mit der ganzen Sache gar nichts zu tun. Ich bin nur für die Frauenquote hier. Ich muss dann mal wieder. Ja, ja, man sieht sich. Wo ist denn nur dieses Kebabland, von dem alle reden? Und, wie ist deine Schuhe? Nicht so gut. Nicht? Ist okay. Was schmeckt? Mehr Beef hat sonst nur Jumbo Schreiner bekommen. Jetzt glaube ich doch Moment lieber mal. Eine, Ein Lottoschein mit Jans Glückszahlen? 4, 8, 15, 16, wow. 23, 42? Warum lässt er den hier so rumliegen?
Okay, das finde ich aber jetzt ziemlich... Aber easy. Gut, ja, also, wenn man aber jetzt die eben nicht gerafft hätte oder das sich nicht notiert hätte, wäre man jetzt halt hier verloren. Ah, aber dann hätten man das auch nicht gebraucht. Ende. Das muss die Tür zum Speicher mit... Ich würde sagen, dann würde ich lieber eine Schokolade nehmen, die eine Richtung geht statt in alle. Ja. Nichts davon so richtig. Was? Was ist das denn? Das kann nicht sein. Leer. Sind die GEZ-Millionen am Ende nur ein Mythos? War ja offensichtlich mal was da. Musste mir kurzfristig etwas Geld leihen. Bringe es wieder zurück. XOXO Jan. Böhmermann an Außenwelt. Böhmermann an William. Bitte kommen. Hört mich jemand? Over. Mist. Die Batterie ist leer. Ich muss eine neue besorgen. Lol. Kein Problem auf einer einsamen Insel. Welches iPhone-Modell das wohl ist? Nee, das ist wieder, wo wir geangelt haben. So ein Stück Holz kann man immer gebrauchen. Salut eigentlich hin. Ja, wir hatten ja gute Spaß. Ja, alles benutzt. Scheinbar brauchen wir das von... What? Gebaut. Da help. Herzlich willkommen. Ah, hallo, endlich treffe ich mal jemanden auf diesem gottverlassenen Flecken Erde. Sie erinnern mich an irgendjemanden. Ralf Kabalka? Okay, der kam nicht an. Sie sind schön rund und haben ein tolles Muster. Ich nenne sie einfach William, wenn sie nichts dagegen haben. William! Bist auf die Frisur eigentlich ziemlich lebensnah. Mein ganzer Stolz. Wie geht es eigentlich Helmut Kohl? Vielleicht war die Wasserflasche auch nur Ablenkung, weil es zu schön gewesen wäre. Weg ist. Ich kann es nicht mit sich selbst benutzen. Der Wolf, ne? Das irritiert mich. Lieber nicht. Ach, die Bücher sind weg. Oder waren in seiner Hütte? Ja, die Pfütze ist größer geworden. Nee, die Bücher sind weg. Stimmt, das ist ein Teich. Schade, dass ich mein Luftmatratzen-Einhorn nicht dabei habe. D.E. Wenn ich es nur... Dann bräuchte ich... Vielleicht können wir da ein bisschen... Alle weg. Aber Treibholz und Lagerfeuer ist ja schon mal. Aber how to Feuer. Schon jemand vor. Das reicht nicht zum Feuer machen. Nein, das Holz vielleicht auch in tiefer gehe ich nicht rein. Tümpel stecken. Das ist ja dunkler als die Kerker, in die in der Türkei die Holz in den Tümpel. Ja. Kerosin. Ach so, ja, das. Nein. Jetzt zerstört sich das Spiel gleich von selbst. Willst du damit den Baum schmücken oder was? Treibholz mit Kerosin. Noch anzünden. Aber ich mag ja keine Rosinen. Jetzt zerstört. Brauchen wir bestimmt noch einen Spiegel, der das Licht dann hier in die Höhle wirft. Der Spiegel. Das reicht nicht zum Feuer machen. Nun.
Vielleicht gehen wir nochmal zu unserem Empfangsgerät. Vielleicht haben wir ja jetzt, glaube ich, gar nichts mitgemacht. Stellt man ja da auch noch in der Batterie, Kurzschluss, Funken. Ja, auch noch mal Help hat er hingelegt. Genau. Axel? Lache ich auch gut welches zweimal drüber. Mic Test. One, check, check, one. Es hat keinen Strom. Ich finde einen Steiner verdächtig. Rausgucken. Okay. Sandbucht. Ist eigentlich Helm. Riecht wie im Bett von Sarah Lombardi. What? Das ist nicht der echte William. Mein ganzer Stolz. Noch mehr Holz braucht die Hütte wirklich nicht. Abgestorben aus. Aber die Klappe. Ja, genau. Klappe hast du so auch nochmal ganz normal ohne irgendwas. Lieber nicht, da ist Licht angegangen. Da steht eingraviert. Komisch, dass Jans Glückszahlen auf der Klappe stehen. Ja, ne? Schade, dass ich mein Luftmatratzeneinhorn nicht dabei habe. Schon wieder angeln? Okay, ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass diese Leitung hier runterfällt. Aber... gerne nehme ich auf den Wagenheber. Einen Wagenheber! Und die nächste Reifenpanne kann kommen. Aber mit dem Flugzeug fliegen wir auf jeden Fall nicht mehr zu. Länger nicht die Barten geputzt. Na dann greif mal rein. Oder geh rein. Ach du Scheiße. Pen and Paper, Ach, glitzern. Was glitzert denn da? Und Batterie. Ein Zippo! Ah. Was man halt so in einem Walmagen gut findet. Ich will Feuer machen. Oh, wir können es ja da alle. Ich hätte gedacht, dass man hier Netz hat. Hä? Es hängt irgendwie fest. Oh. Der sieht nicht gut aus. Hier sieht es ja fast schlimmer aus als im Autorenraum. Man hört ja immer wieder von verheerenden Walbränden. Irgendwas abfackeln. Man hört ja immer wieder. Vielleicht können sie noch mit dem Holz dagegen. Das funktioniert so nicht. Das Multifunktionsholz. Aber das ist ein Blasrohr. Also eigentlich müsste man, wenn wir vielleicht wieder zu verschieben. Piep den Wal. Vielleicht brauchten wir auch nur das Zippo.
wahrscheinlich kriegen wir noch irgendwas anderes. Ich hab's nicht gesehen. Ich zum Glück auch nicht. Wieder dann später im Stream nochmal angucken. Ich glaube, ich habe einfach den Wahl nachgemacht. So, ja, auch. War nicht so gut scheinbar. So, warte mal, jetzt können wir aber bestimmt das hier anzünden. Fragst du, was wir damit machen? Nach rechts gehen können. Zündende Idee! What? So. Wer hat denn hier gehaust? Das ist eine Tonscherbe. Das verstößt gegen die lokale Brandschutzordnung. Oh. Ist doch ein abgeriegeltes Feuer. Der Baum soll froh sein, dass aus ihm kein Lied von Sami Slimani wird. Jetzt weint der Baum einen zähen Sirup. Memme. Klebt ein bisschen. Ein zäher Sirup läuft heraus. Auch nochmal abschaben. Das lässt mein grüner Daumen nicht zu. Ich hatte kein Behältnis. Ist da drin. Leonardo? Donatello? Michelangelo? Raphael? Ich wüsste einen einsamen Eisenbahnfreund, dem ich damit eine Freude machen könnte. Ein Panzer. Da müssen wir das in den... Können wir das Kautschuk finden? Taucher benutzt. Genau, Facepalm. Du hast auch ordentlich einen an der Marke, oder? Walscherben, ein echtes Problem. Man hört ja immer wieder von verheerenden Walbränden. Just for the jokes. Mhm. Oder sowas. Nie machen. Nie. Entweder versuchen, ein Zitteraal damit zu fangen. Toll. Stimmt, wir wollten ja eigentlich das Netz fangen. Die Schüssel läuft voll mit dem Zehenzeug. Toll. Was machen wir da mit dem Zehenzeug? Ein zäher Sirup läuft heraus. Igitt, es klebt mir an den Händen. Oh nein. Sehr gut. Für Zitteraal. Krabbe hatte die Tonscherbe auf den Rümpel im Wal auf den Taucher angewendet. Dann sagt Bömi, das Feuerzeug. Und das Feuerzeug. Ja, aber er wollte auch den Krieg jetzt. Ja, ich meine nur, ich habe mit beiden... Den Eingang hatten wir ja schon. Echt? Ja. Wir müssen Wal brennen. Nee, aber mit dem... Ich habe einen an der Marmel und... er hat ja zwei Sachen gesagt. Ja, auf jeden Fall, der Gag war... Du entkommst mir nicht. Man hört ja öfter von diesem Walscherben. Und? Statt Walsterben. Und wir haben jetzt einen Zitteraal. Zitteraal. Der kann die Batterie aufladen. Sehr gut. Aber was mit dem Kautschuk? Ach nee, haben wir ja gerade das Ding rausgemacht, ne? Ja, vergessen. Zitteraal. So, rein mit dir.
und da. Böhmermann an William. Bitte kommen. Powerbank. Wenn er die Kohle verschleudert hat, ist er irgendwie auch selbst schuld. Huch, was blinkt denn da? Hilfe. Jan? Jan, bist du es? Muss eine Fehlfunktion sein. Jan, du bist es wirklich, oder? Wenn du es bist, 11-mal blinken heißt ja, 12-mal blinken heißt nein. Jan, ich komme und rette dich! Ja, aber runter! Runter! Spring! Hier blinkt es auch. Geil! Bei Stranger Things da im Hintergrund mit der Lichterkette. Folge der Lichterkette. Kenn ich nicht. Hättest du lieber ein Leben lang eine Chili-Schuld, oder? Ja. Schon wieder? Nein. Jan, bist du hier? Dinger, da kennt man doch nicht. Ich selbst gerade eben noch nicht gesehen. Du hast aber auch die Maustür gemacht. Achso. Merchandise! Yay. Den will ich haben! So viel nutzloser Plunder. Oh. Auch die das. Geil. Das sind Janni und ich. Damals. Ach, wo ist er nur? Aber im ersten Teil waren wir ja auch schon. Mhm. Aber da kann man nicht raus. Wir haben die Zuschauer schon ordentlich gelootet. Gieriges Pack. Was bereue ich? Seit Jan weg ist, bleibt irgendwie das Publikum aus. Komisch. Alf! Alle. Also gut aus, das Studio. Gab's ja im ersten Teil noch nicht, ne? Das ist der Typ aus der Heute-Show. Ralf! Endlich jemand, auf den man zählen kann. Hallo, William! Los, komm, wir suchen Jan. Ist der weg? Dann fange ich jetzt wieder bei Harald an. Och bitte, jetzt hilf mir doch mal. Ja, habe ich jetzt eigentlich nicht so Lust. Nicht, dass ich ihn wieder auf meiner Ducati mitnehmen muss. Ich glaube, Jans Geist ist hier und will uns etwas mitteilen. Naja, wenn er weg ist, verhökere ich erstmal seine Anzüge auf dem Flohmarkt. Er muss hier irgendwo sein. Habt ihr schon im Rutschenparadies geguckt? Ich würde mich für die Suche da freiwillig melden. So, ihr? Hat man schon, ne? Ja. Ich muss dann mal wieder. Ja, ja, man sieht sich. Bisschen aus wie einer Rutschenparadies. Im Rutschenparadies ist schon lange keiner mehr gewesen. Gute Idee, Ralf. Danke für den Tipp. Auf zum Rutschenparadies. Wer ist so Rutschenparadies? Ist vielleicht draußen? Gar nicht gelesen, was da stand, aber... Irgendwas. Jan? Paradies? Das unterm Tisch? Jan? Oh. William? Bist du's?
Jan, 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 wach auf! Dein Retter in der Not ist da. Ich bin's, William. Ömi halt. Ach du heilige Makrele. Hallo William. Stell dir vor, ich habe gerade geträumt, wie ich von einem ziemlich fiesen Silberrücken vermöbelt wurde. Und? Habe ich was verpasst? Ralf, Larissa, der Beefträger, alle haben sich große Sorgen gemacht. Und dann habe ich mich auf die Suche nach dir... Wurde auch langsam Zeit, dass du mich endlich abholst. Wo sind wir hier eigentlich? Ich befürchte, du bist den Schergen der AFG in die Hände gefallen. Die AFG steckt dahinter? Die Alternative für Germania? Die AFG. Lass uns bloß von hier verschwinden. Cool. War das Popcorn? Foltergeräte. Erstmal da. Beeindruckende Sammlung von Folterinstrumenten. Aber wo ist die Wendler-CD? Was sucht er sich aus? Die Zange, aha. Noch was mit. Bei uns sitzen sie immer in der ersten Reihe. Man will ihn auch wieder abstellen. Alles made in China. Die Frage, ob man William jetzt da drauf. Mein Telefon! Da ist es ja. Der Akku ist leer. Komisch. Ich dachte, ich hätte es aufgeladen. Alles umsonst. Okay. Dabei sind die bei dem Verein doch schon alle braun. Bad. Eine Popcornmaschine. Salziges Popcorn ist eine schlimmere Folter als Waterboarding. Das stimmt. Ach, naja, wenn's nichts kostet. Ach, naja, wenn's nichts kostet. Kaputt. Ich will das Popcorn haben. Eine Popcornmaschine. Salziges. Ach, naja, wenn's nicht. Der kommt mir irgendwie bekannt vor. Hat ein. William, die bauen eine Biowaffe. Weiter? Das ist William. Ach, ich bin so froh, dass du wieder da bist. Ja, Herrin. Die Schmutzstaffel ist nicht umsonst der rechte Arm der Partei. Wir haben den Nestbeschmutzer Böhmermann festgesetzt und unterziehen ihn einer Gehirnwäsche. Ja, Herrin. Die GEZ-Millionen, Herrin. Das Geld der Lügenpresse einsetzen, um unser Parteiprogramm durchzusetzen? Ein hervorragender Plan, Herrin. Das Nervengas verwenden, um die ganze Welt zu braven Parteisoldaten zu machen? So wie mich? Ja, Herrin. Es darf nur niemand unsere teuflischen Pläne in die Hand bekommen. Jan, wir müssen sie aufhalten. Die wollen die ganze Welt mit ihrer Ideologie infizieren. Ja, aber wie? Und wie kommen wir da rein? Wir müssen irgendwie die Tür aufbekommen. Wer macht da so einen Lärm? Letzte.
Schnell, kommen Sie raus! Ich glaube, nebenan ist gerade ein Boateng eingezogen! Lügenpresse! Die Tür bleibt zu, bis die Parteiführung etwas anderes anordnet. Damit bekomme ich sie nicht auf. Schade. Anders probieren. Einschutz. Haben, ne? Versuchen den Trichter daran. Damit bekomme ich sie nicht auf. Damit bekomme ich sie nicht auf. Wir brauchen einen Plan. Eben stand da was von Kabel, aber das war nicht rechts, oder? Da, Kabel. Wir brauchen einen Plan. Kannst du durchschneiden? Wir brauchen einen Plan. Schnipp, schnapp. Schnipp, schnapp, Kabel ab. Das Telefon? Telefon. Kabel ans Telefon? Kabel mit. Halt! Wer da? Schnell, machen Sie auf! Hier ist ein wahnsinnig süßes Eichhörnchen, das müssen Sie sehen! Ich bin eher ein Schäferhundetyp. Außer der Parteiführung darf ich hier niemanden reinlassen. Alles mit? Alles? Sieht aus wie Klebeband, soweit ich das von hier unten erkennen kann. Da komme ich nicht ran. William, könntest du mir kurz zur Hand gehen? Na sichi. Sehr gut geklappt. Haben wir das Gaffer? Nö. Machen wir jetzt mit dem Gaffer? Frage. Was kleben? Ich habe irgendwie schon überlegt, ob wir mit dem Satellitentelefon irgendwie anrufen können bei denen. What? Megafon. Oh, mit Trichter, da ist direkt zusammengekommen. Test 1, 3. Ups, die Leitung ist durchgebrannt. Ups, die... William, könntest du mir kurz zur Hand gehen? Na sichi. Upsi, das wollte ich nicht. Das Kitzel. Das ist wie Doc Brown bei Zurück in die Zukunft. Gibt es hier ein Problem, Soldat? Öffne Sie sofort die Türe! Mit geschlossenen Bunkern habe ich keine gute Erfahrung gemacht. Entschuldigen Sie, Boss. Alles klar, Boss. Ich mache auf, Boss. Was wir brauchen, ist Gaffertape für ihn. Wo ist er hin? William, wir müssen ihre Pläne durchkreuzen und die Biowaffen vernichten. Ich? Nein. Nicht auf Schub. Geile Glotze. Aber vielleicht könnte mal jemand umschalten. Ich will sexy Sportclips sehen. Da steht on, off. Vielleicht kann ich damit die Biowaffe deaktivieren. Nee, mach erstmal nicht. William. Das Ding anklicken, das voll. Was steht da? Ha,
Hauptsache vor Wintereinbruch in Russland sein? Naja. Was steht da? Andere Möglichkeit, oder? Raus. Dann wohl nicht. Ach, ich drück da jetzt drauf. Genau, was soll schon passieren? Oh oh. War da ein Stormtrooper? Bin schon fertig. Ja. Hatten wir das böse Ende, oder Jay? Was noch zu den ganzen GZ-Millionen? Ja, das war dann wohl Teil 2 vom Magazinspiel. Gibt's noch einen dritten Teil? Haben wir irgendwas gesagt? Voll lustig, dass ihr das mit der AfD erzählt. AfG. AfG, genau. AfD war da nix, hab ich nichts gesagt. Nee, das stimmt. War nicht am Anfang AfD? Achso, am Anfang, Gag. Okay.